Ich begrüße aber schon mal alle recht herzlich, die heute zu unserem Lunch-Webinar dabei sind. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Klein. Ich bin Gründer und Geschäftsführer bei Passion for Business. Und ich freue mich, heute das erste Webinar unserer Plattform Top 50 Startups moderieren zu können, mit der Unterstützung unseres Sponsors Agicap. Und an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an Helen Vesper von Agicap. So. Bevor uns Helen einen kleinen Einblick in die Funktionen. Hallo Helen. Hallo René, vielen Dank dir. Gerne. Bevor uns Helen einen Einblick darin gibt, was Agicap macht und wie Agicap Startups helfen kann, möchte ich auch unsere VC-Investoren in unserer Runde willkommen heißen. Zum einen gehen wir nach Thüringen. Steffen Bayer ist Senior Investment Manager bei Beteiligungsmanagement Thüringen, abgekürzt BMT. BMT hat unter anderem in das Top 50 Startup Room investiert und BMT verwaltet 360 Millionen Euro. Hallo, Stefan. Hallo in die Runde. Ich freue mich dabei Hallo. zu sein. Hallo. So, nun gehen wir noch ganz in den Süden. Thomas Lenz ist Investment Manager bei Bayern Kapital und unter anderem in der Funktion als Beirat bei dem Top 50 Startup Ebenbild aktiv. Thomas hat eine kleine Baustelle vor dem Fenster, wie ihr vielleicht alle hört. Noch als abschließende Info: Bayern Kapital verwaltet momentan rund 700 Millionen Euro ungefähr. Hallo, Hallo Thomas. zusammen in die Runde. Grüßt euch. Freue mich drauf. Sehr schön. Wir haben jetzt auch schon eine ganze Reihe an Teilnehmern, nämlich knapp über 100. Es kommen auch immer noch ein paar rein. Von daher warten wir vielleicht noch ganz kurz, bevor wir richtig einsteigen. Ein Hinweis noch zum Ablauf. Wir haben jetzt am Anfang eine Diskussion mit Stefan und Thomas zu dem Thema, worauf achten Venture Capital Investoren tatsächlich. Und danach wollen wir eine offene Fragenrunde noch anschließen. Von daher können alle Teilnehmer ihre Fragen in so ein kleines Chatfenster bei eurem Bedienpanel eintippen. Das Team wird dann die Fragen sammeln und mir im Anschluss reinreichen, sodass wir dann nach der ungefähr 30-minütigen Diskussion Q&A haben. Von daher einfach die Fragen im Laufe der nächsten Minuten reintippen und dann werden wir danach die spannendsten Fragen und die häufigsten Fragen einfach auch nochmal in die Runde werfen. Gut, nun genug der Vorworte. Starten wir mit dem Thema. Um den Prototypen zu entwickeln, erste Kunden zu gewinnen oder auch Wachstum zu finanzieren, braucht mein Startup Kapital. Der Schlüssel, Investoren zu überzeugen, ist zu verstehen, warum und wie Investoren entscheiden, ob sie investieren oder warum sie nicht investieren. Von daher als Warm-up-Frage vielleicht an Stefan jetzt erstmal zu diesem Wie. Wie läuft eigentlich so ein Investmentprozess ab? Also, du bekommst ein Pitch-Deck per E-Mail zugesandt und irgendwann in der Zukunft gibt es ja vielleicht dann einen Notartermin, dann gibt es die Eintragung im Handelsregister und dann eine tolle Nachricht von Startup XY. Wir freuen uns, unsere erste Seed-Runde, unsere A-Runde, was auch immer abgeschlossen zu haben. Yippie. Kannst du uns kurz diesen Prozess beschreiben und wo auch die neuralgischen Punkte sind, an denen es auch in der Praxis häufig scheitert? Ja, natürlich, sehr gerne. Also zunächst mal gibt es jetzt nicht den einen Königsweg, den irgendwie alle einlegen. Da gibt es ganz viele verschiedene Wege, den Erstkontakt zum VC zu finden, bei Veranstaltungen, über eine E-Mail oder über Empfehlungen von Partnern oder von anderen Leuten, mit denen wir schon im Geschäft sind. Aber grundsätzlich bekommen wir ja täglich natürlich Businesspläne zugeschickt, in der Regel über E-Mail. Und da ist schon der erste Punkt, wo sich dann so ein bisschen zeigt, wer seine Hausaufgaben gemacht hat, weil jeder Investor hat ja ein bestimmtes Profil, einen bestimmten Fokus, den er einlegt. Und wir zum Beispiel als Länderbeteiligungsgesellschaft investieren eben zum Beispiel nur in Unternehmen, die irgendwie Aktivitäten in Thüringen haben. Wenn ich jetzt irgendwelche Anfragen bekomme aus Kasachstan oder irgendwie ein Investment in ein Unternehmen aus Boston, da weiß ich schon mal, naja, da hat jemand nicht wirklich geguckt, wo unser Fokus liegt, ja, oder ein Unternehmen sucht irgendwie hunderte Millionen Euro, auch dazu passen wir nicht. Also das ist schon mal der erste Punkt, wo man aussortiert, auch relativ schnell natürlich die Unternehmen raussortieren kann oder absagen kann,
die überhaupt nicht passen. Aber wenn man mal die erste Stufe genommen hat, dass man also grundsätzlich in den Investitionsfokus des Investors passt, von der Phase her, von Industrien, es gibt ja auch Industrieinvestoren, die zum Beispiel nur in Life Science-Unternehmen investieren oder nur in E-Commerce-Themen oder ja, andere Bereiche. Wenn man da reinpasst, dann geht dann eben ja, die Erstsichtung wird vorgenommen durch den Investmentmanager, der eben die Anfrage bekommen hat. Und wenn diese erste Prüfung nach vielen, vielen verschiedenen Kriterien, da kann man vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn die genommen ist und man sagt, ja, das ist irgendwie ganz interessant, das würde ich mir weiter anschauen, dann zieht man, also wir zumindest ziehen dann immer noch einen weiteren Kollegen mit zu Rat, weil es natürlich auch sehr viel, sehr viel basiert auf persönlicher Einschätzung von bestimmten Dingen, ja, oder. Und deswegen nimmt man immer noch jemanden mit dazu, damit man auch eine zweite Meinung hat. Und wenn auch diese zweite Person sagt, das passt, dann geht das erstmal, wird das vor dem gesamten Team gepitcht, wie wir sagen, also im gesamten Team vorgestellt. Das hat man nochmal mehr Meinungen, mehr Eindrücke, auch mehr kritische Fragen natürlich im Prozess. Und wenn aber die Mehrheit, bei uns wird das ganz basisdemokratisch entschieden, wenn die Mehrheit des Teams, des Investmentmanager-Teams sagt, das ist spannend, da wollen wir gerne weitergehen, dann kommt die nächste Stufe. Dann wird das Ganze nämlich vorbereitet, dann geht in eine Due Diligence, also intensive Prüfung der Dokumente, da wird dann auch die Businessplanung nochmal verplausibilisiert, die Annahmen werden nochmal gecheckt, lässt vielleicht sogar nochmal externe Gutachten erstellen, wenn es irgendwelche ganz neuen Technologien sind, von denen wir logischerweise auch jetzt nicht immer Ahnung haben können. Ich meine, wir sind jetzt natürlich auch keine Industrieexperten und oft haben wir es ja mit Themen zu tun, gerade wir als Technologieinvestor mit absolut neuen Technologien, die in irgendwelchen Bereichen noch niemand vorher beschritten hat. Und da braucht man natürlich dann auch mal externe Meinungen dazu. Dann geht das Ganze, wenn das durch den normalen Beteiligungsprozess gelaufen ist, man sich einig ist, was die Konditionen anbetrifft. Also das ist natürlich auch eine Verhandlung, die dann da stattfindet hin und her, was die Bewertung angeht, die normalen Vertragskonditionen und so weiter. Wir suchen auch immer noch gerne noch Co-Investoren, die mit uns gemeinsam investieren. Das ist auch oft eine Hürde. Muss man wissen, dass es bestimmte Investoren gibt, die, also gerade bei staatlichen Investoren ist es häufig so, dass ein privatwirtschaftlicher, also noch ein privater Investor mit dazu muss, um das ganze Thema auch so ein bisschen zu verplausibilisieren. Das möchte der Staat, wenn er Geld gibt, möchte er eben nicht irgendwie Zuschüsse geben, sondern es soll natürlich auch irgendwie privatwirtschaftlich fundiert sein. Und deswegen wird ein Investor noch mitgesucht. Wenn das alles geschehen ist, dann kommt man an die Schwelle, wo es eben ein Investmentgremium gibt. Das hängt immer an dem Fonds. Wir haben verschiedene Fonds, die unterschiedliche Investmentgremien haben, wo Leute aus verschiedenen Branchen drin sitzen, teilweise auch Finanzleute, manchmal auch Politik mit dabei sitzt, je nachdem, was der Fokus des Fonds ist. Und da wird dann entschieden, ja. Und das ist dann nochmal eine weitere Entscheidungshürde. Und erst dann, wenn das okay von dem Investmentgremium bekommen ist, erst dann ruft man den Notar an und macht einen Termin aus. Also es ist ein Prozess, der dauert auch. Das merkt man vielleicht schon an der vielen Schritte, also von Erstkontakt bis zum Notar. Also wenn man sich ganz, ganz, ganz schnell beeilt und wirklich alles ohne große Probleme läuft, der Co-Investor praktisch schon Gewehr bei Fuß steht, kann man es in 3 Monaten schaffen, aber das ist schon echt sportlich. Ansonsten ist ein halbes Jahr, ist glaube ich so als Richtgröße schon, das passt schon. Okay, vielen Dank. Thomas, ja. Da wir heute auch nur kurz Zeit haben, um das ganze Thema so ein bisschen zu beleuchten, für dich als Warm-up, wenn du Unterlagen sichtest, was sind für dich so die wichtigsten 5, 6 Faktoren, anhand derer du entscheidest, der Deal scheint attraktiv zu sein oder nicht? Ja, sehr gerne. Ich versuche es in, sagen wir mal, so 6 Punkten kurz zusammenzufassen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich sehe ein Pitch-Deck, das ist okay oder das ist schon mal vielversprechend und wird nicht sofort aussortiert, dann schaue ich mir grundsätzlich eigentlich so, sag mal 6 Sachen an. Das erste ist immer, passt das Investment in die Fund-Strategy? Also auch wie Stefan schon bereits gesagt hat,
Wenn das Startup zum Beispiel aus Thüringen kommt, ist das natürlich ein wichtiger Faktor. Bei uns wäre es zum Beispiel Bayern oder auch und hat das auch zum Beispiel ein Tech-USP, weil wir zum Beispiel auch nur in Tech-Startups investieren, andere Investoren dann nur in B2B-Software. Also da auf jeden Fall den Rat, schaut euch den Investor sehr, sehr gut an, bevor ihr da euer Pitch-Deck hinschickt, passt das in die Strategie, wie ist das Portfolio von dem? Und sieht ja auch entsprechenden Mehrwert für euch, ja. Das ist soweit schon mal der erste Punkt, den hatten wir vorhin ja schon kurz angesprochen. Punkt Nummer zwei im Seed-Bereich, wo wir viel machen, ist das Team eigentlich immer das Wichtigste. Also wir investieren in starke, tolle Teams, die können auch im Notfall mal oder wenn es die Lage gestattet, irgendwann mal ein Pivot machen und so weiter und auch recht gut auf Sachen reagieren. Also von dem her, da schauen wir immer, ist es ein komplementäres Team, hat es komplementäre Fähigkeiten, MedTech-Bereich Beispiel, ist ein Mediziner mit drin, ist gut, ist ein Tech-Mensch mit drin, CTO, der coden kann mit drin, und auch ich nenne es einfach mal ein Executor, CEO, der die Leute überzeugen kann. Also das sind immer relevante Sachen. Wenn das Team schon Erfahrung hat, Gründungserfahrung hat, schon Startup hochgezogen hat, dann ist das natürlich umso besser, weil das korreliert ganz klar mit dem Erfolg, ja. Punkt Nummer drei ist bei uns immer wichtig. Ich glaube auch bei den meisten anderen in Tech-Investoren ist das Produkt, haben wir ein Tech-Produkt, was hochskalierbar sein kann und was zum Beispiel bei uns einen technologischen Unique Selling Point hat, ja. Da schauen wir auch immer ganz gezielt drauf. Da kann man auch recht schnell eigentlich schon aussieben, sage ich mal. Und was meine ich mit Skalierbarkeit? Also, das kann man so ein bisschen marktseitig betrachten. Der Markt irgendwie hat ja ganz verschiedene kleine Untersegmente. Man muss das Produkt anpassen. Das ist natürlich dann eher schlechter. Vielleicht und auch von der anderen Seite ist, wie standardisierbar ist das Produkt als Tech-Lösung an sich? Und genau, das sind eigentlich so die Hypothesen, die wir uns da eigentlich mit gut beantworten müssen in dem Punkt. Dann zum vierten Punkt. Ganz, ganz wichtig, im Venture Capital, im Seed-Bereich vor allem, aber eigentlich auch in allen Bereichen ist der Markt groß genug, dass wir einen Venture Capital Case abbilden können. Ja, also zum Beispiel, wenn ihr, wie funktioniert so ein bisschen die Denkweise bei einem Investor, der schaut sich immer an, wie attraktiv kann das im Exit sein? Weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu verstehen, wie man denkt. Im Endeffekt geht es eigentlich meistens nur um den Exit oder es geht eigentlich um den Exit, wenn man zum Beispiel einen Impact-Investor hat oder auch einen staatlichen, die haben vielleicht nochmal ein bisschen andere KPIs, aber im Grunde geht es alle darum, ob die einen Exit, einen guten Multiple machen können. Und da will man halt dann auch ein entsprechendes Potenzial sehen in Bezug auf, wie viel Umsatz ist möglich in dem Markt zu generieren. Und dann rechnet man es eben hintenrum wieder runter. Also das muss man sehen. Zum Beispiel, wenn man sagt, irgendwie in 7 Jahren kann man 4 Millionen Umsatz erzielen, dann ist es natürlich kein Venture Capital Case, ja. Das ist irgendwo so der Markt. Gut, das muss auch Wettbewerb. In diesen Marktpunkt zähle ich jetzt auch mal klar. Irgendwo muss auch den Wettbewerbspunkt auch ganz gut abgedeckt sein. Ja, dass da irgendwo muss ein Sweet Spot sein in dieser ganzen Wettbewerbslandschaft. Man muss sich gut differenzieren können. Das zähle ich jetzt noch mal so in den Marktpunkt mit rein. Jetzt hatte ich Punkt Nummer 4 gesagt. Jetzt Punkt Nummer 5. Den nenne ich jetzt auch mal einfach Go to Market. Es kommt auch ganz davon ab, in welcher Fund-Size man ist, irgendwie wie viel Traction ist schon generiert worden, wie viel Revenue ist schon generiert worden, wie sehen die Sales-Cycles aus und so weiter. Und da stellen wir uns natürlich auch gewisse Hypothesen, dass es ein attraktives Businessmodell ist und eine gute Go-to-Market-Strategie dahinter liegt. Ja. Letzter Punkt, Punkt Nummer 6, da gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Natürlich schauen wir uns auch den Finanzplan am Anfang direkt an. Und auch so ein bisschen diese initialen Deal Terms, die auch im Pitch Deck drin stehen sollten. Also welche Bewertung verlangt das Startup und auch irgendwo welchen Capital Claim, also wie viel Kapitalbedarf, wenn es jetzt zum Beispiel ein Startup ist, ein riesen Hardware Startup und die schreiben einen Capital Claim von, wir wollen 1 Million raisen, dann stimmt da auch irgendwas nicht. Also das muss irgendwo alles auch schön zusammenhängen. Das sind so ein bisschen die 6 Punkte, die wir uns eigentlich immer recht standardisiert anschauen, die wir runterbrechen und uns dann eigentlich ganz schnell ein Bild davon machen können, ob wir in die nächste Runde gehen. Genau. Vielen Dank. Wir werden auf einige der Punkte Bewertung zum Beispiel auf jeden Ja. Fall mal eingehen. Stefan, welche Folien aus einem Pitch Deck schaust du dir ganz besonders detailliert an? Also für mich ist immer so ein bisschen die Grundfrage,
die sich stellt und die eigentlich relativ schnell beantwortet werden muss, ist, was ist das Problem im Markt? Was ist die Lösung, die ihr bietet? Und wie wollt ihr damit Geld verdienen? Das sind so die drei Punkte, die erstmal extrem wichtig sind. Die versuche ich möglichst schnell, also idealerweise stehen sie gleich irgendwie auf der ersten oder zweiten Seite, damit man auch Lust hat, sich mehr anzuschauen. Die suche ich erstmal raus. Dann schaue ich mir sehr gerne den Wettbewerb auch an, tatsächlich, weil ich durch den Wettbewerb auch oft so ein Gefühl dafür bekomme, vorausgesetzt, ich kenne vielleicht den einen oder anderen Wettbewerber, in welche Richtung das Unternehmen sich positioniert. Also wenn man weiß, das ist der Wettbewerber, dann weiß man, okay, die bieten eine Lösung an für den Markt, das Problem, was vielleicht der Wettbewerber auch adressiert. Also das sind für mich extrem wichtige Sachen. Natürlich auch andere Sachen wie Management-Team, aber das ist dann eher für die Präsentation. Da geht es weniger darum, was auf der Folie steht, weil, ja, also Papier ist geduldig, am Ende geht es um den persönlichen Eindruck. Also ich würde sagen, Problem, also Marktproblem, Lösung, das ist am Ende letztlich das, ja, das Kern des Produktes und das Business Model, also sprich, wie will ich damit Geld verdienen? Weil all das drei muss zusammenpassen. Wenn das Problem nicht wirklich da ist, bringt mir die Lösung nichts. Und wenn ich am Ende nicht weiß, womit ich Geld verdiene, habe ich da auch nichts von. Also das sind, glaube ich, so mal kurz gefasst die wesentlichen Punkte. Ja, Thomas, du hast vorhin gerade gesagt, es muss ein VC-Case sein. Und du hast das schon mal so angerissen, vom Exit her gedacht. Also kann der Investor Multiple realisieren, was hoch genug ist? Was ist denn hoch genug? Also um da vielleicht auch nochmal jetzt so einzuschätzen, also dieses, wie viele Investments macht ihr? Ja. Wovon geht ihr aus? Wie viele Investments fliegen wirklich? Also um da auch so eine Relation mal zu bekommen. Das wäre, glaube ich, ganz spannend. Ja, ist ein guter Punkt. Und das ist auch extrem wichtig, dass sich das Startup da im Vorhinein auch darüber Gedanken macht, ob die Ziele da auch irgendwo allein sind. Also haben wir Thomas gerade verloren? Ich glaube, wir haben Thomas verloren. Stefan, magst du kurz einspringen und die Frage weiterführen nach dem Vortrag? Gerade bei dem interessanten Punkt des Multiples ist er jetzt ausgestiegen. Also tatsächlich geht es natürlich einem Investor nicht darum, sein Geld irgendwie zu verdoppeln. Jetzt ist er wieder da, Thomas, ich glaube. Thomas, hörst du uns wieder? Ja, das ist wahrscheinlich eine schlechte Verbindung. Geht es jetzt wieder? Ich habe kurz eine Sekunde gewartet, weil gerade die Bildschirme eingefroren sind. Wo war ich stehen geblieben? Also es kommt ganz darauf an, in welcher Phase der Investor investiert. Im Seed-Bereich, wo wir auch viel machen, da möchten Investoren, denke ich mal, Stefan, kannst du mich gerne korrigieren, schon irgendwo ein Multiple von 8 bis 10, dass man, sage ich mal, auf sein initiales Investment jetzt mal unabhängig ausgeklammert, nächste Folgerunden, irgendwo 8-mal sein Geld wiedersehen möchte nach beispielsweise 6, 7 Jahren. Ja, wenn man jetzt im Wachstums, im Growth-Bereich investiert, wobei ein Kapital auch ein Fund hat, die investieren dann später, zum Beispiel in der Series B-Runde, erreicht es dann zum Beispiel auch aus, wenn man 3-mal, 4-mal sein Geld wieder zurückbekommt. Ja, das ist so ein bisschen die Denkweise dahinter. Ja. Weil natürlich auch später Phase weniger Risiko, da ist dann die Erwartung natürlich, ne? Muss auch eine andere sein. Ja. Und was ist dann die Implikation für die Planung der Startups? Gute Frage. Das ist natürlich die darauf anschließende Fragestellung. Wenn wir jetzt mal irgendwo davon ausgehen, also die Implikation für die Planung ist die, dass wenn jetzt, sagen wir mal, ich investiere für 2,5 Millionen, kriegt 10% von dem Startup. Wenn das Startup dann, sage ich mal, ich rechne jetzt einfach mal vor, in 7 Jahren einen Umsatz erzielen könnte von, sagen wir, 25 Millionen. Und dann rechnen wir jetzt mal einen Exit-Multiple, einen Sales-Exit-Multiple drauf von 10. Dann haben wir 250 Millionen Exit-Wert. Und davon dann, wir hatten ja 10% investiert, sind wir dann bei den 25 Millionen und hätten dann entsprechend einen Multiple von unserem, versus unserem initialen Investment 2,5 ungefähr von 10. Also
sei jetzt mal dahingestellt, wie realistisch ein Sales-Exit-Multiple von 10 ist, kommt voll auf die Industrie drauf an, aber über solche Fragestellungen sollte man sich zum Beispiel Gedanken machen und das sollte auch in der Planung dargestellt sein. Und natürlich auch, was man natürlich auch noch dazu sagen muss, die Planungen sind vor allem im Siebbereich wie Glaskugel schauen, aber nichtsdestotrotz möchte man natürlich als Investor das Potenzial sehen und das muss gut mit Annahmen hinterlegt werden. Sind denn aus eurer Erfahrung die Gründer tatsächlich ambitioniert genug mittlerweile oder um eben auch diesen VC-Case schon beim ersten Pitch hinzubekommen oder sind die Ziele noch nicht hoch genug gesteckt? Ich muss, also Stefan, ich weiß nicht, gut, kannst du wahrscheinlich noch viel, viel mehr berichten mit deiner Erfahrung, aber was ich jetzt mit in der Zeit, in der ich tätig bin, gesehen habe, sind leider oft zu nicht ambitionierte Planungen und dann wieder zu ambitionierte Planungen. Ich meine, dann zum Beispiel bei dem einen Case, die wollen dann irgendwo 300 Millionen Umsatz machen oder 1 Milliarde und was weiß ich, das ist dann ganz wild. Und die Annahmen dahinter sind natürlich komplett fraglich, vor allem im Seed-Bereich ist es eh meistens Glaskugel schauen, wohingegen auch leider viele andere sehe, wo ich jetzt technologisch eigentlich und auch vom Markt Potenzial sehen würde, die dann eben nicht ambitioniert genug planen, die dann, sage ich mal, irgendwo mit 3 Millionen Umsatz planen in 5, 6, 7 Jahren. Also ich sehe leider wenig Fälle, die irgendwo in dieser Mitte sind mit schön belegten Annahmen. Genau, das ist ja die Herausforderung des Investment Managers oder des Investment Management Teams, genau diese Teams letztlich bei den Gesprächen, bei den Pitches auch rauszufiltern, die genau die passende, also sowohl realistische Annahmen haben, aber eben auch genug Drive, nach den Sternen zu greifen. Und das rauszufinden, das ist schwer, weil genau wie du gerade sagst, Thomas, du hast halt ganz viele, die haben super Technologie, aber sind halt total bodenständig und sagen, ja, wir werden wachsen. Natürlich wachsen wollen sie alle, aber irgendwie, wenn das Ziel eben zu niedrig ist für ein Investment Case, dann wird es auch, also das ist zumindest sehr schwer, solche Personen dann später irgendwie, wenn die vom Mindset nicht ganz passen, kann man schlecht verändern. Und genauso eben die kommen und gleich irgendwelche wahnsinnige Vorstellungen. Da scheitert es ja meistens schon an den Bewertungsvorstellungen, weil die sehen sich dann, obwohl sie nur was auf dem Papier haben, schon mit 10 Millionen Euro bewertet. Und das fällt dann relativ schnell bei uns auch raus. Aber tatsächlich genau dieses Herausfiltern ist die Schwierigkeit. Und das kriegt man eigentlich auch nur hin, wenn man Fragen stellt. Also immer wieder hinterfragt, Annahmen hinterfragt, auch die Motivation hinterfragt. Das ist extrem wichtig. Thomas hat es vorhin schon gesagt. Also es gibt ja immer wieder auch Teams, die kommen mit einer tollen Idee, wollen Geld haben. Und wenn man ihnen dann klar macht, ja, alles schön und gut, aber VC heißt in 5, 7, meinetwegen vielleicht maximal in 10 Jahren, wenn es ein langlaufender Fonds ist, heißt das, wir müssen gemeinsam das Unternehmen verkaufen. Das heißt, dein Baby wird verkauft. Du wirst vielleicht weiterhin im Unternehmen arbeiten, aber du wirst dann höchstwahrscheinlich eben ein Angestellter sein, eines vielleicht größeren Konzerns. Möchten wir das? Ja, du bist dann hoffentlich Multimillionär und das hat sich für alle gelohnt, aber das muss eben klar sein. Manchmal, erstaunlicherweise, filtert das dann bei solchen Gesprächen, merkt man dann, ups, nee, eigentlich wollte der das als Rentenmodell machen, bis zu deiner Rente wollte er in einem Unternehmen bleiben, das langsam aufbauen, aber dann ist es eben kein VC-Case. Und das ist genau das, was man eben auch so rauskitzeln muss. Das ist eigentlich genau das, was wir immer machen. Gutes Stichwort, du hast ja vorhin auch gesagt, Papier ist geduldig. Und in der Prozessbeschreibung hast du am Anfang schon aufgezeigt, dass irgendwann auch der Punkt kommt, dass bei euch gepitcht wird, also dass die Teams bei euch quasi auftauchen. Wo gibt es da Probleme aus deiner Erfahrung, die dann eben dazu führen, dass ihr sagt, nee, da investieren wir nicht, weil das und das passt dann nicht? Jetzt Frage an mich? Ja. Tatsächlich ist das, also das ist ganz vielschichtig. Es können ganz, ganz, ganz viele Sachen sein, die in so einem Pitch schieflaufen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, achtet da drauf. Also natürlich seid ihr selbst, also stellt euch nicht, klar, logisch. Also das mittlerweile ist es auch vollkommen okay, irgendwie, was heißt, da muss man sagen, wirklich mittlerweile im T-Shirt zu kommen und in irgendwelchen Turnschuhen. Als ich angefangen habe, ich bin ja schon ziemlich lange im VC-Geschäft,
Da haben sich da wirklich die Gründer teilweise noch irgendwie in Anzug gezwängt und man hat richtig gemerkt, das ist nicht, das waren sie nicht. Und auch irgendwie schade gewesen, weil das, da fühlen die sich natürlich nicht wohl. Aber was tatsächlich ein Punkt ist, den man an gar nicht so richtig festmachen kann, ist, dass man merkt, dass das Team nicht an einem Strang zieht, dass man da Spannungen spürt in Gründerteams, unterschiedliche Motivationen, teilweise auch unterschiedliche Ideen, wo das Unternehmen in 5 Jahren steht. Also, und wenn man das herauskitzelt und merkt das, dann ist das schon, da geht da schon eine rote Lampe an, weil man natürlich, man ist ja über eine sehr lange Zeit mit dem Team verheiratet. Also das ist 5, 7, manchmal eben sogar noch länger. Viele, viele Jahre ist man mit denen zusammen. Das ist wie, wirklich wie eine Ehe. Man hat ständig miteinander zu tun. Man geht durch dick und dünn. Man hat auch viele Krisen. Das ist eigentlich bei fast allen Firmen. Selbst die irgendwann erfolgreich sind, hatten irgendwann mal Zeiten, wo es schwierig lief. Und in solchen Krisen, da möchte ich einfach mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich von vornherein das Gefühl hatte, dass das passt. Auch auf einer menschlichen Ebene muss das passen. Wenn ich da merke, oh, das ist irgendwie, man kann es ja gar nicht festmachen, aber das ist irgendwie unangenehm oder arroganter Auftritt, ich weiß alles, so Attitüden, das möchte man einfach nicht 5 oder 7 Jahre irgendwie machen. Also da, deswegen ist auch wichtig, dass man diese Entscheidung nicht alleine trifft, weil manchmal hat man so etwas schlechtes Bauchgefühl, aber wenn dann noch ein Kollege oder andere Kollegen dabei sind und dann ein ähnliches Gefühl haben, dann sagt man, dann macht das nicht. Also, und man kann es jetzt gar nicht sagen als Tipp, weil wenn es diese Spannungen gibt oder diese unterschiedlichen Ansichten, dann zeigt sich das, egal wie man sich vorbereitet hat. Ja. Das sind aber ja zwei Komponenten, ne? Einerseits teamintern, also ist das Ja. Gründerteam wirklich aligned? Haben die vorher wirklich mal über ihre eigenen Ziele, über ihre eigenen Motivationen gesprochen? Folgen die dem CEO in dem Moment, ne? Also entscheiden die, okay, du bist der, der im Endeffekt ja hier auch das Sagen hat, oder gibt es dann eine abweichende Meinung? Und dann das andere, wie sie gegenüber dem Investor auftreten, mit welcher Attitüde, mit welcher auch Erwartungshaltung und da eigentlich auch von Anfang an zu verstehen, okay, das ist hier ein gemeinsames Ding. Wir wollen ja das Unternehmen gemeinsam groß machen und nicht, okay, gib mir dein Geld, ich mache dann schon. Das Genau. Ja. funktioniert dann nicht. Thomas, hast du noch was zu dem Thema, wenn es dann in den persönlichen Prozess geht, die ersten Pitches tatsächlich stattfinden, der erste Austausch, wo gehen bei dir so Warnlampen an? Ja, guter Punkt. Also, du hast es eigentlich ganz gut in zwei Themen unterteilt. Ich würde jetzt gerade nur auf das zweite eingehen, auf dieses, weil beim ersten wurde, glaube ich, schon alles gesagt. Das Team muss aligned sein. Da müssen die Zielvorstellungen in die gleiche Richtung gehen. Aber was auch, ich meine, das ist ein People-Business, ja. Und wenn du da irgendwie, man muss bonden miteinander. Das gilt für beide Seiten. Also, auch das Startup, das will wahrscheinlich, der Investmentmanager spielt mindestens genauso große Rolle wie der Fonds und der Brand an sich. Also von dem her, das muss von beiden Seiten einfach auch einfach bonden. Ja? Und wo bei mir die Alarmlampen auch angegangen sind auch die irgendwo dann sehr arrogant auch schon waren am Anfang. Und das will man natürlich nicht sehen, weil man das ist eine Ehe, ja. Man geht einen langen Bund zusammen ein und oder zum Beispiel, was habe ich gesehen, dass dann irgendwo nicht mal der CEO, der Gründer selbst dann den ersten Intro-Call macht. Das ist für mich dann kann man es auch gleich lassen, ja. Also solche Themen, ja. Das ist extrem wichtig auf einer persönlichen Ebene, ja. Das Ja. Vertrauensverhältnis, weil man hat dann, man hat im, man hat dann auch zum Beispiel ein Termsheet und dann muss man sich danach dann auch im Vertrag auf die entsprechenden Dinge einigen und man muss sich gegenseitig auch einfach vertrauen. Ja, das ist mit das Wichtigste. Ja. Wenn das jetzt gegeben ist, Ja. mal behaupten, gibt es noch eine weitere Gretchenfrage und die kam in Teilen auch schon zur Sprache, die Bewertung. Wo ich zumindest vielleicht jetzt als Außenstehender sagen würde, naja, da haben Startups und die Gründer vielleicht andere Interessen als Investoren. Und wie bringen wir die jetzt zusammen? Weil im Endeffekt müssen ja beide Seiten damit glücklich sein. Stefan, vielleicht, wie geht ihr beim Thema Bewertung vor und was kann ein Startup da falsch machen?
Also tatsächlich muss man sagen, dass in der Frühphase die Finanzplanung für die Bewertung bei uns nicht wirklich eine Rolle spielt. Also die Finanzplanung ist wichtig, um zu zeigen, dass das Unternehmen unter gewissen Annahmen Potenzial hat, stark zu skalieren, wie Thomas schon gesagt hat. Aber für die Bewertung an sich nehmen wir keine Finanzzahlen, ziehen wir nicht heran, weil ja, man kann da alles reinschreiben und jede Bewertung praktisch abbilden. Das in späteren Phasen anders, aber in Frühphase, Pre-Seed, Seed-Phase machen wir das nicht. Da geht es tatsächlich eher darum, dass man also mehrere Komponenten. Einmal möchte man, dass das Gründerteam auch nach einem Investment noch genug Anteile hat, um motiviert nach vorne zu rennen. Denn am Ende müssen wir einfach ehrlich sein, wir geben zwar Geld, aber die Arbeit muss das Gründerteam machen. Wenn die nicht motiviert sind, zu rennen und zu kämpfen gegen alle Widerstände, dann hat man als Investor nichts gekonnt. Dann hat man vielleicht mehr Anteile, aber die sind dann am Ende nichts wert. Deswegen ganz wichtiger Punkt, dass wir darauf schauen, dass Gründer nach einer ersten, auch nach einer zweiten Finanzierungsrunde noch so viele Anteile halten, dass das also ja, schön ist. Also es gibt so ein, ich weiß nicht, Thomas, ob du das bestätigen kannst, aber so eine gewisse Marktregel, also nach einer Series A sollten die Gründer also mindestens noch so 10-15% halten, jeder. Also jeder, wenn das jetzt Gründerteams sind, bei einzelnen Gründern sogar noch viel, viel mehr. Und das ist genau der Punkt, wenn ich jetzt ein Gründerteam habe mit 5 Gründern, ja, die teilen sich am Anfang schon, da hat dann jeder nur einen kleinen Anteil und die verbessern dann natürlich immer weiter. Da bin ich als Investor, als Frühphaseninvestor auch bereit, eine höhere Einstiegsbewertung zu akzeptieren, weil ich eben einfach davon ausgehen muss, dass natürlich nur im Rahmen, also das muss natürlich irgendwo im Rahmen bleiben, aber einfach um die einzelnen Anteile der Gründer noch etwas höher zu halten. Bei Einzelgründungen, also einzelne Leute, würde man tendenziell wahrscheinlich eher noch stärker auf eine niedrigere Bewertung drängen. Aber nichtsdestotrotz werden für, also als Grundgerüst vielleicht mal zu sagen, die Bewertungen der frühen Phase werden eigentlich auf Basis vergleichbarer Transaktionen der Vergangenheit gemacht. Also man hat schon x-mal investiert in Unternehmen in einer ähnlichen Phase, mit einem ähnlichen Stadium, also da guckt man auf Sachen wie ist das Team komplett, gibt es Patente, also IP-Situationen, gibt es schon erste Kunden, die bezahlt haben vielleicht sogar schon, das heißt, es ist nicht nur gezeigt, dass das Produkt einen Kunden findet, sondern dass er auch bereit ist, was zu bezahlen, gibt es Alleinstellungsmerkmale, die eben wirklich auch schon am Markt bewiesen sind. Also da gibt es so ein paar Faktoren, die man sich anschaut und dann schaut man, was habe ich für Bewertungen in der Vergangenheit bei ähnlichen Unternehmen akzeptiert? War das im Nachhinein, hat sich das als eine gute Bewertung gezeigt? Also würde ich auch wieder eine ähnliche Bewertung annehmen. Und das kann man also, deswegen ist das schwer, auch immer diese Transparenz zu schaffen. Das ist tatsächlich aus der Erfahrung vieler Transaktionen heraus. Und viele kleine Faktoren spielen damit rein. Und so wird dann eben eine Bewertung festgelegt. Und da ist immer Spielraum nach oben und unten, aber das ist eben begrenzt. Ja, wo stößt dann euer Ansatz auf Widerstand oder auf einen Widerspruch bei dem Ansatz, wie die Gründer reinkommen mit ihrem Bewertungsansatz? Also das liegt mir eigentlich auch schon fast am Herzen, da jetzt auch was loszuwerden, weil ist natürlich extrem, extrem wichtiges Thema. Und also erstmal, Stefan, ich glaube, du hast das extrem gut zusammengefasst. Wir investieren ja sowohl im Seed als auch im Later-Stage-Bereich. Im Later-Stage-Bereich wird die Bewertung quasi, da wird auf Basis des Finanzplans und auf Basis des Exits quasi die Bewertung festgelegt, also viel mehr sophisticated und auf Zahlen basiert. Man hat aber halt ja auch schon Umsätze, wo man ein bisschen damit spielen kann. Jetzt bleiben wir dann im Seed-Bereich ganz, ganz genau. Da schauen wir uns auch vergleichbare Transaktionen an, sowohl am Markt als auch von uns und halt welche KPIs damit reingespielt haben. Hatten die schon ein Produkt am Markt? Haben die schon erste Umsätze? Wie sind die Sales Cycles? Also da fallen viele, viele Themen rein. Was mir aber wichtig ist, hervorzuheben, ist, wenn man zum Beispiel, wenn wir einen Pitch haben und die Bewertung ganz far off ist. Also die Bewertungen sind immer natürlich höher bei den Gründern, die sie
was Sie am Anfang sagen, als das, was rauskommt. Aber wenn die dann zum Beispiel ganz, ganz hoch ist, ich spreche mit zum Beispiel einem Startup, die, sagen wir, die haben noch nicht mal die Zulassung im Medizintechnikbereich oder die haben gerade das MVP fertiggestellt und wollen eine Bewertung fahren von 15 Millionen Post-Money zum Beispiel, dann ist das für mich auch eigentlich ein Punkt, um abzubrechen und das sein zu lassen, weil das signalisiert mir, dass sie weder den Research richtig gemacht haben, noch sich irgendwie umgehört haben. Und es ist auch einfach, ja, auch ein bisschen frech in dem Sinne. Also ich will da niemandem zu nahe treten, aber auf so einer Basis möchte ich auch keine Verhandlung starten. Und wir gehen jetzt auch nicht in die Verhandlung so rein, dass wir das möglichst gering setzen und dann trifft man sich in der Mitte wie auf einem Bazar. Das ist auch nicht unsere Strategie, die wir fahren, sondern wir wollen dann auch irgendwo fair reingehen, Vergleichswerte finden. Und das ist halt auch natürlich auch entsprechend wichtig. Dann zahlen wir vielleicht eine bisschen höhere Bewertung, dass die Gründer dann so verwässern, dass sie nach der Series A-Runde immer noch 50% zum Beispiel haben. Und genau, da spielen verschiedene Themen rein. Aber von dem her bitte nicht irgendwo die Bewertung viel zu hoch am Anfang ansetzen. Das ist einfach, kommt einfach auch nicht gut und professionell rüber. Und auch sowas will man nicht aufsetzen. Das war mir, glaube ich, noch wichtig zu sagen. Ja. Spiegelt ja im Prinzip auch das Thema, ja. Wenn ich im Pitch das Thema Markt und Wettbewerb ja für mein Produkt gut darstelle und mir dafür Mühe gebe. Und wir haben ja gesagt, dass das schon wichtig ist, eben genauso wie ihr das gesagt habt, auch mal zu gucken, was in meiner Industrie an Multiples gezahlt wird, was da für Deals stattgefunden haben. Also da kann ich halt genauso Research betreiben und weiß dann eigentlich schon im Vorfeld, worauf sich die Investoren wahrscheinlich einlassen werden, weil die haben ja diese Daten und die haben ihre eigene Historie, also haben viel, viel mehr Investmenterfahrung als ich als Gründer und insofern kann ich da eigentlich schon ein paar Probleme frühzeitig lösen und eine realistische Bewertung um die Ecke kommen. Ich meine, es spielt immer ein bisschen zusammen, vielleicht, Entschuldigung, dass ich unterbreche, es spielt immer auch ein bisschen zusammen, wie viel Geld man auch raisen will, ja, wenn man jetzt irgendwo in der ersten Runde ein Business hat, bei dem man 3 Millionen raisen muss, um die jeweiligen Ziele zu erreichen, dann gibt es immer noch Möglichkeiten zu spielen, dass man es irgendwie staged oder etc. und dann meilensteinbasiert gewisse Konstrukte aufsetzt. Aber dann würde ich jetzt nicht nur, weil ich 3 Millionen raise, deswegen eine 15-Millionen-Bewertung verlangen, damit ich eben nicht genug verbessere. Also da muss man ein bisschen, kann man und muss man ein bisschen mitspielen. Ja. Das ist auch tatsächlich oft ein Rat, den wir Unternehmen geben, die zu uns kommen, wenn die einen großen Kapitalbedarf haben, dann lieber, also den schon ausweisen, also den Kapitalbedarf brauchen wir, um da und da hinzukommen, aber dann offen zu sein für also diese Teilung, dass man sagt, wir machen jetzt erstmal ein Investment bis zum gewissen Punkt, wo Dinge bewiesen werden. Wenn ihr diesen Punkt erreicht, dann habt ihr auch automatisch eine höhere Bewertung, das heißt, ihr gebt weniger Anteil ab. Also das ist auch ein Rat an die Gründer, weil wenn die natürlich am Anfang kommen und 3 oder 5 Millionen Euro haben wollen und haben praktisch außer die Idee noch nichts, dann wird die Bewertung entsprechend deutlich niedriger sein und geben sie wahnsinnig viele Anteile ab. Und das ist natürlich auch nicht in unserem Interesse. Deswegen dann lieber macht man erstmal 1 oder 2 Millionen Euro zu einer etwas niedrigeren Bewertung und kann dann später eine höhere Bewertung durchsetzen, weiß aber als Investor schon, okay, ich muss hier nochmal ein oder zweimal nochmal nachlegen. Aber das ist am Ende auch ein Rat, den wir auch immer sehr offen den Gründern geben, einfach um ihre eigenen Anteile zu schonen. Ja, bevor wir zur Q&A kommen, jetzt trotzdem nochmal auch für euch der Perspektivwechsel. Was würdet ihr Startups raten, worauf sie bei der Auswahl ihrer Investoren achten sollten? Jetzt mal abgesehen von Hauptsache, ich kriege mein Geld, das ist ja keine gute Einstellung, das hatten wir ja schon. Aber was ist wirklich wichtig und wie würdet ihr aus Startup-Sicht Investoren auswählen? Thomas zuerst? Ich kann gerne was dazu zuerst sagen. Genau, neben dem Geld ist auch wichtig der Punkt, da ist auch natürlich besser viel Geld natürlich, da kann man auch nochmal unterscheiden. Das ist auch, wenn wir in der Geldkomponente bleiben, kann der Investor in Folgerunden auch noch mitgehen. Das ist natürlich im Thema Geld wichtig. Bewegen wir uns vom Thema Geld weg. Es ist natürlich wichtig, hat der Investor einen entsprechenden operativen Value-Add? Ja? Kann der, hat der ein gutes Netzwerk wieder einmal vielleicht zu bestimmten Kunden? Das kann man auch gut sehen bei Portfolio-Unternehmen, wenn ihr die anschaut.
wenn da einige Portfoliounternehmen in derselben Industrie sind, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass er da entsprechendes Know-how mitbringt und auch entsprechende Kontakte in die Branche, Industrie und wieder jemanden connecten kann. Das ist auf jeden Fall mit das Wichtigste. Und ja, und sonst gibt es auch verschiedene Investoren. Ja. Es gibt Investoren, die sind ein bisschen, sage ich mal, passiver. Es gibt Investoren, aber auch, die ein Value Creation Team haben und ein eigenes Marketingabteilung, eine eigene Finance Abteilung und das Startup nochmal operativ mit pushen. Das ist natürlich super geil, meiner Meinung nach. Ja, auf solche Themen kann man vor allem noch schauen. Ja. Und auch natürlich die Vertrauensfrage. Ja. Wie ist ein People-Business? Wie kommt man mit dem Investment Manager klar? Hat man da irgendwie auch einfach ein gutes Bauchgefühl dabei? Ja? Das sind ein paar Sachen. Können auch ein paar mehr Sachen sagen, aber ich will Stefan auch gerne noch was Nein, beitragen also da. eigentlich ist genau Ja. der Punkt. Das Vertrauensverhältnis ist super, Ja. super wichtig. Also man muss, nicht nur wir müssen das Gefühl haben, dass da ein Vertrauensverhältnis entstanden ist und dass man auch gut miteinander kann, sondern das muss von der anderen Seite her natürlich genauso sein, weil eine Ehe, ja, ist halt immer beidseitig, sonst knirscht es irgendwann. Das Netzwerk ist absolut, also das kann einem wirklich extrem viel bringen. Deswegen, wenn man idealerweise einen Investor findet, der genau auf die Branche, in der ich unterwegs bin, fokussiert ist, kann man davon ausgehen, dass der da auch wirklich entsprechend Netzwerk mitbringt und für Folgerunden auch dann Ja. relativ, also es erleichtert, Folgeinvestoren wiederum zu finden, selbst wenn er vielleicht dann irgendwann an einem gewissen Punkt nicht mehr mit investieren kann, zumindest so viel Netzwerk in der Branche hat, dann eben Investoren zu finden. Das sind eigentlich so die wesentlichen Dinge. Ich glaube, alles andere, ich meine, das Geld, wo das herkommt, das ist am Ende egal. Das ist immer das gleiche Geld. Klar, du hast schon gesagt, es gibt Investoren, die mischen sich mehr operativ ein. Das kann sehr, sehr toll sein. Es gibt aber auch sicherlich Gründerteams, die vielleicht das weniger gut finden, die eher so diesen strategischen Ansatz schätzen. Das heißt, ich habe jemanden, mit dem ich mich austauschen kann, also im Beirat und mit dem ich gemeinsam Entscheidungen ja, spiegeln kann, diskutieren kann, oder möchte ich jemanden haben, der da wirklich richtig eingreift und dann auch mir beim Finance unter die Arme greift und so weiter. Also das ist, da muss man immer genau schauen, was der Investor bietet und was mein Wunsch und mein Ziel ist. Was ich vielleicht auch noch hinzufügen will, auch unbedingt für die Startups, ist, schaut euch zum Beispiel auch Investoren an, die vielleicht auch neben den reinen finanziellen KPIs vielleicht auch noch, sage ich mal, KPIs auch fördern und auch danach wiederum auch wieder Geld bekommen, die zu eurem Business passen. Zum Beispiel, wenn ihr ein Nachhaltigkeits-Startup seid und ihr geht mit einem Impact-Investor zusammen, dann schaut er neben den finanziellen KPIs auch noch ganz spezifische Nachhaltigkeits-KPIs ein und das könnte dann auch wieder ein Vorteil für euch sein. Also das ist, glaube ich, solche Sachen kann man auch mitnehmen. Vielleicht noch einen weiteren Punkt, der auch noch wichtig ist, was wir auch immer gerne machen, vor allem in der Frühphase mit Business Angels zusammen. Ja, schaut, dass ihr oder wir haben ein Netzwerk von Business Angels. Es gibt auch Business Angels, auf die könnt ihr zugehen. Wollen wir auch, dass ihr zugeht, die euch wirklich auch dann operativ auch im Daily Business noch unterstützen. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Gedanke. Und Punkt Nummer drei, auch noch mal um ein bisschen den, sage ich mal, Investor, der staatliches Geld investiert, so ein bisschen zu differenzieren gegenüber vielleicht dem Investor, der privates Geld finanziert. Zum Beispiel bei Bain Capital oder auch bei anderen Investoren, die staatliches Geld investieren, ist es so, die haben wahrscheinlich nicht so den enormen Exit-Druck, sage ich mal. Und von dem her kann man dann auch mit dem mal, wenn es 2 Jahre länger dauert, dann muss der Fonds nicht unbedingt liquidiert werden, sondern man kann ein bisschen was hin und her schieben. Und das kann in manchen Fällen extrem viel Sinn machen. Ja. Ja, wichtiger Punkt. Vielen Dank. Ich habe mittlerweile ein paar Fragen, eigentlich eine ganze Menge Fragen. Da könnten wir gleich noch eine Stunde hier reden, reinbekommen. Ich suche mal ein paar aus. Eine Frage setzt nochmal am Anfang an. Wie detailliert sollte das Pitch Deck sein? So, ihr sagt einfach, wer als Erste die Hand hebt, kann antworten. Nicht Okay. zu detailliert. Also bitte, das Problem ist, man bekommt als Investmentmanager relativ viel immer wieder auf den Tisch. Man hat ja auch Tagesgeschäft mit seinem bestehenden Portfolio. Also bitte keinen 80-seitigen Businessplan schicken, auch die Pitch-Präsentation bitte keine 50 Seiten. Also ich sage mal, was ich auf 20 Seiten nicht unterbringe, das bringe ich auch auf 50 Seiten nicht unter. Wirklich schauen, dass ich auf den wenigen Folien, die ich habe, möglichst direkt auf den Punkt komme. Alles andere, also ich muss ja mit dem Pitch Deck eigentlich nur Lust auf mehr generieren. Das ist das Wichtigste.
Da muss ich nicht alles schon komplett bis ins Letzte beschrieben haben, sondern es muss einfach Interesse wecken. Das ist das Wichtigste. Mhm. Gerne auch mit vielen Bildchen arbeiten. Also am Ende sitzen da auch keine Experten im Zweifel. Also und man ist halt einfach ein visueller Mensch. Also gerne auch Dinge versuchen darzustellen, nicht zu umschreiben mit Text, sondern wenn es möglich ist, mit Bildern darstellen. Das macht's. Ja. Einfach. Und einfach auch im Kopf behalten, ihr habt wenig Zeit und ihr müsst relativ schnell entscheiden, spricht mich das an oder und gehe ich dann weiter. Ja. Vielleicht dann an dem Punkt noch, ich würde da gerne noch einhaken bei der Frage, weil ich glaub, die ist extrem wichtig auch und die ist super essentiell und bezieht sich auch irgendwo auf alles. Ich stimme, glaube ich, zu großen Teilen voll mit dir zu, Stefan. Wir haben wenig Zeit, wir schauen uns viele Pitch-Decks an, aber, sage ich mal, eine reine Bilderpräsentation ist nicht mein persönliches Ding. Also wenn ich jetzt irgendwo wieder die Wettbewerbsslide sehe und drei Wettbewerber und die haben alle rote Kreuze und wir haben bei allen wichtigen Themen, das Startup hat bei allen wichtigen Themen alle grüne Kreuze und es ist nicht beschrieben und dann kommt noch irgendwo ein Bild danach und so weiter. Also kurz halten, aber ich will schon auch harte Zahlen, Fakten sehen und das ist mir schon wichtig und das muss auch irgendwo reliabel sein. Ja. Absolut. Ich meine jetzt eher tatsächlich die Beschreibung des Produktes. Also wenn es ein Produkt gibt, was man irgendwie, was haptisch werden soll, dann bitte auch zeigen und nicht nur umschreiben. Das macht es einfach. Also das ist natürlich eher Richtung Hardware, bei Software ist es ein bisschen schwierig. Aber man hat manchmal auch Pitch-Decks, da ist irgendwie was beschrieben. Das soll mal ein, keine Ahnung, Würfel werden, der irgendwas kann. Damit man sich besser vorstellen kann, Bildchen dazu machen, wenn es es gibt. Ihr habt ja vorhin beide darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, die Annahmen, die gerade auch in Finanzplänen getroffen werden, zu plausibilisieren. Und das hat dann natürlich auch gleich noch eine Frage zur Folge gehabt. Wie können denn Startups in der Frühphase, wo eben ja noch nicht so viel bekannt ist und vielleicht auch der Markt neu ist, die Technologie neu ist, was habt ihr für Tipps, um Annahmen möglichst plausibel darzustellen oder zu plausibilisieren? Tatsächlich sucht euch externe Hilfe. Also jetzt nicht im Sinne von, ich muss mir irgendjemanden teuer bezahlen, aber es gibt so viele Programme, ob jetzt von Wirtschaftsprüfern, die haben alle irgendwelche Startup-Programme. Es gibt Accelerator-Programme, wo Experten sitzen. Ich kann auch tatsächlich auf Branchenverbände zugehen, kann auch dort gewisse Annahmen oder gewisse Marktzahlen bekommen. Auch im Zweifel spricht man auch einfach mal mit einem VC persönlich, fragt ihn, was würdest du da als Annahme sehen, was ist ein realistischer Marktanteil nach 5 Jahren, ja, solche Dinge, also einfach nicht versuchen, im stillen Kämmerchen irgendwie das erste Google-Ergebnis, was ich finde, irgendwo einzutragen, sondern fragt euch viele Leute, auch Steuerberater, es gibt so viele Leute, Business Angel, geht zu Veranstaltungen, redet mit Leuten, da kriegt ihr ganz schnell ein Gefühl dafür, wie ein Markt tickt, auch teilweise wie lange es dauert, in einem bestimmten Markt Fuß zu fassen, was es dafür braucht. Das kann man einfach als Gründer, gerade wenn man vielleicht nicht schon Ewigkeiten in dem Markt unterwegs war, kann man das gar nicht wissen. Da ist es wirklich super hilfreich, wenn man da externe Unterstützung bekommt. Thomas, an dich eine direkte Frage, weil du hast das vorhin so schön gesagt. Warum muss unbedingt der CEO den ersten Call machen? So, ich meinte, ja, wenn es der CTO ist oder einer der Gründer, wenn es drei Gründer ist und es einer der Gründer, auch super gut, ja. Ich meinte eher in die Richtung, ich habe zum Beispiel schon mal mitbekommen, dass dann ein Teilzeitmitarbeiter dann irgendwo den ersten Intro-Call gemacht hat, der irgendwo für die Financials zuständig war, aber er war kein Gründer und hatte keine Anteile. Das meinte ich damit, ja. Okay. Eine kritische Frage, zumindest ist die Wahrnehmung scheinbar so. Warum bekommen Blender häufig so hohe Investments und warum gelingt es VCs so häufig nicht, diese Gründer rechtzeitig als Blender zu identifizieren? Nehmt ihr das auch so wahr? Habt ihr das in der Hand? Ja, also teilweise wundere ich mich ehrlich gesagt, dass die sogenannten Blender so viel Geld bekommen. Also ich möchte bei uns behaupten, tatsächlich kommt es äußerst selten vor, dass wir Blendern in die Falle laufen.
Schon gar nicht zahlen wir riesengroße Einstiegsbewertungen. Also das ist bei uns, da gibt es einfach irgendwo einen Deckel und dann gibt es das nicht. Das aus meiner Sicht liegt das daran, dass es in bestimmten Gegenden zu viel Geld am Markt ist, zu viel Anlagedruck bei den VCs besteht und dass man sich da gegenseitig irgendwie nach oben schaukelt und dann jemand, der hübsche PowerPoint-Präsentation erstellt, noch ein paar Leute vielleicht persönlich kennt, dann eben auch ganz schnell große Summen zu Wahnsinnsbewertung bekommt. Ja. Das sehen wir jetzt bei uns in Thüringen, sehen wir das nicht, zum Glück. Und würden uns da auch, bei sowas wären wir dann ziemlich schnell raus. Aber tatsächlich, uns wundert es auch immer, häufig, dass ja, Themen, die jetzt eigentlich den ersten Blick vielleicht auch nicht so attraktiv klingen, eher so MeToo-Produkte sind, dann wahnsinnige Bewertungen bekommen. Ja, vielleicht auch zwei ergänzende Sachen noch dazu. Also einmal, ja, warum passiert sowas? Es ist irgendwo immer ein menschlicher Bias da, ja, den kannst du irgendwo vor allem in dem Geschäft, in einer, sag ich mal, wir sind ja auch nicht in einem Public-Market-Geschäft, sondern in einem Private-Market-Geschäft, wo viel Informationsasymmetrie herrscht, kannst du einfach irgendwo, da ist der menschliche Bias und das Netzwerk einfach auch noch wichtiger, also von dem her ist, glaube ich, auch irgendwo menschlich. Und ich glaube auch, dass viele Venture-Capital-Fonds auch teilweise sehr, sehr schnell dann auch und auch wahrscheinlich jetzt auch letztes Jahr sehr viel Geld war am Markt und dann auch einfach mal ein paar Sachen geschossen haben und vielleicht auch keine tiefe Due Diligence oder was weiß ich gemacht haben. Also von dem her, ja, ich meine, das passiert, aber das ist glaube ich, auch überall im Leben so, ob das jetzt im Konzern ist, ob das jetzt, manche Blender setzen sich irgendwie durch, ja. Und dann wird es erst am Ende. Eine Sache ist, glaube ich, sehr wichtig. Über die großen Deals wird natürlich auch berichtet überall. Die vielen, vielen kleinen Deals, die normal passieren, die werden oft überhaupt nicht groß, die kriegen überhaupt keine Medienaufmerksamkeit. Also tatsächlich ist das nicht die Regel. Das ist eher die Ausnahme, dass es mal diese Wahnsinnsrunden gibt, Seed-Runde mit 30, 40 Millionen. Da weiß man ja, was da also mindestens mal für Bewertungen dahinter stehen müssen bei der Seed-Runde. Eigentlich vollkommen abartig, ja, aber man steckt auch nicht dahinter. Vielleicht haben die so einen tollen Marktstand und können von 0 auf 100 gleich loslegen. Aber also ich will nur sagen, das ist auch so ein bisschen eine Wahrnehmungsfrage, worüber viel berichtet wird. Ja. Das wird auch gerne irgendwie natürlich verarbeitet bei den Gründern. Und die vielen, vielen Fälle, wo es normal läuft, Ja, es ist auch, wenn man sich auch überlegt, wie ein Venture Capital Fonds dann auch irgendwo funktioniert, ja, die, vor allem im Seed-Bereich, ja, die wollen dann werden 10 Investments gemacht und wenn 2 laufen, dann ist es geil und die anderen 8 sind, ja, passt dann, wenn die nicht gelaufen sind. Also, das ist ja auch so ein bisschen das National, was dahinter ist. Also, im Seed-Bereich kann man das bestimmt nie immer ausschließen, ja. Ja, ich glaube, was wir aber nichtsdestotrotz mitnehmen können, auch von diesem Blender-Thema, also ich glaube, es ist schon wichtig für, und dann eben insbesondere den CEO, halt auch verkaufen zu können. Also nicht nur Präsentation verkaufen zu können, aber gut zu präsentieren, mitzunehmen, eine starke Vision aufzuzeigen. Wenn man so möchte, kann man sagen, ein bisschen zu blenden, aber im Endeffekt da auch Visionen und Erwartungen zu wecken, um auch zu begeistern. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil im Endeffekt wird wahrscheinlich derjenige, der bei euch in der Präsentation auch euch mitnimmt emotional, bessere Chancen haben als derjenige, der vielleicht ganz sachlich, aber eben auch ein bisschen bieder das Ganze anpreist. Also es ist ja trotzdem auch ein Sales-Thema. Ja, auf jeden Fall. Letzte Frage aus der Q&A ist so ein bisschen die Ausblicksfrage vor dem Hintergrund des aktuellen Umfeldes, wobei aktuell hat ja eigentlich mit Corona angefangen. Jetzt haben wir hier einen Krieg in Europa, wir haben hohe Inflation, wirtschaftlicher Ausblick drückt sich immer mehr ein. Eure oder generell die Bereitschaft der VC-Industrie in den nächsten 12 bis 24 Monaten, wovon geht ihr aus? Eher eigenes Investment oder steigende Investmentbereitschaft oder eher, puh, jetzt warten wir auch mal und wir warten auch mal, bis die Bewertungen wieder runtergehen? Also ich glaube, eine Sache, aus meiner Sicht wird in den nächsten 12, 24 Monaten die Investitionstätigkeit nicht wirklich merklich zurückgehen, weil
Viele Fonds sind gerade immer noch voll mit Geld. Also da ist extrem viel Geld aufgenommen worden in der letzten Zeit. Vielleicht wird man etwas vorsichtiger werden, aber es wird jetzt nicht komplett einbrechen. Das glaube ich nicht. Was sich relativieren wird, sind diese Bewertungen, die extrem hohen Einstiegsbewertungen, weil der Exit-Kanal vermutlich etwas wanken wird. Also IPOs werden schwieriger. Das sieht man jetzt schon im Börsenfeld im Moment. Das ist, glaube ich, wird keiner großen IPO-Plan. Viele Exit-Kandidaten, gerade im Bereich Corporates, ja, also strategische Investoren, viele haben da jetzt auch selber mit eigenen Problemen zu tun, zumindest mal kurz- und mittelfristig, sodass vielleicht Akquisitionsthemen jetzt nicht ganz so weit oben auf der Agenda stehen. Also ich denke, dadurch wird sich so dieser Exit-Kanal etwas erschweren und damit die Einstiegsbewertung etwas nach unten drücken. Aber ich glaube, das Geld, was in den Fonds da ist, das muss auch angelegt werden. Ja, und deswegen denke ich mal, also bei uns ist es sicherlich so, wir werden jetzt nicht weniger investieren, vielleicht ein bisschen noch selektiver auswählen, aber ja, weiß nicht, Thomas, wie du das siehst. Ja, also super interessanter Punkt. Also ganz genau kann man es natürlich nicht hervorsehen, weil man kann nach Amerika schauen, da geht es jetzt schon recht gut nach unten. Europa zieht irgendwo wahrscheinlich ein bisschen nach. Ich würde auch die Hypothese irgendwo bestätigen, dass vielleicht zumindest jetzt kurzfristig oder in den nächsten 10 oder im nächsten Jahr zum Beispiel, dass vielleicht die Deal-Aktivität von Anzahl an Deals vielleicht ein bisschen zurückgeht, aber dass halt die Deal-Sizes und die Valuations schon stark zurückgehen werden. Dass einige werden vorsichtiger sein, wenn man das vielleicht irgendwie auf 2 Jahre Horizont legt. Ich glaube schon, dass einige Fonds jetzt dann, die jetzt auch wieder raisen müssen, also viele sind kapitalisiert, fair enough, aber ich glaube, dass in ein bisschen mittelfristiger, dass dann schon auch einige dann, die Probleme haben, dann auch Geld zu raisen, vor allem auch kleinere Fonds, die vielleicht eine weniger große History haben. Und dann hat es wahrscheinlich auch wieder einen Effekt auf die Anzahl an Deals. Ja? Also kommt aber auch natürlich ganz darauf an, wie sich die makroökonomische Lage weiterentwickelt. Aber wenn Sie jetzt mal unter deiner Annahme, dass es jetzt, sage ich mal, auch so weitergeht. Ja. Ja. Ist aber im Endeffekt erstmal der Ratschlag, beeilt euch. Also was jetzt mitzunehmen ist, ist mitzunehmen. Es wird vermutlich nicht besser, aber ihr erwartet auch im Prinzip jetzt erstmal keinen riesigen Abschwung. Ich würde jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben, was zu tun ist, um das Geld zu bekommen, Helen von Agicap gerne wieder zu uns bitten, weil Helen uns im Prinzip aufzeigen kann, was Startups dann machen sollten, wenn sie Geld haben, weil bekanntlich ist, nach der Finanzierung wiederum auch vor der Finanzierung und dann geht es viel um Cashburn, Liquidität, Cashflow und da kann Agicap ganz gut unterstützen und das zeigt Helen jetzt anhand ein paar Folien wahrscheinlich ganz kurz. Helen. Genau, danke dir. Ich würde erstmal kurz sowas dazu sagen, vielleicht ganz kurz zu Agicap und was wir eigentlich machen. Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dass wir ein Tool, mit dem wir auch gerade viel Startups, auch gerade jüngere Unternehmen unterstützen möchten. Und ganz kurz zusammengefasst, was machen wir eigentlich? Wir ermöglichen den umfassenden Blick auf die Finanzen, gerade auch bei jungen Unternehmen. Das heißt, wir richten uns vor allen Dingen an die Gründer oder an die CFOs der jungen Unternehmen und ermöglichen eben möglichst zeitschonend Liquidität im Blick behalten zu können. Das ist immer tagesaktuell, weil wir einfach selber, wir sind ja auch ein Startup, gemerkt haben, dass das ein unglaublich wichtiges Thema ist, obwohl natürlich Wachstum etc. super wichtig auch auf der VC-Seite ist. Aber trotzdem ist ja Liquidität das, was unten drunter immer solide aufgestellt sein muss. Und da ist eben Agicap eine Variante, das zu managen und da immer den Überblick zu behalten. Gerade auch beim Thema Runway haben wir gesehen, dass das auch besonders in der aktuell ein bisschen schwierigeren Marktsituation aktuell absolut ein Thema ist, einfach abschätzen zu können, wie ist dann meine Burnrate, wie ist meine Runway aktuell noch, wie lange habe ich noch, bis ich wieder finanzieren muss. Das ist vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, warum viele junge Startups auch gerne mit uns zusammenarbeiten. Und um vielleicht ganz kurz euch auf einen Blick in Agicap zu gewährleisten, würde ich euch einmal auf unser Tool freischalten. Genau, was ihr jetzt gerade seht, ist unser Dashboard, also das Hauptdashboard bei Agicap. Ihr seht schön übersichtlich Einnahmen, Ausgaben, sowohl geplant als auch wirklich schon realisiert und auch was erwartet wird. Das Ganze eben super übersichtlich dargestellt und was wir eben darüber hinaus auch noch ermöglichen, sind persönliche Dashboards, die man zeigen kann, genauso wie man eine Szenarioplanung machen kann.
Das heißt, sich verschiedene Szenarien angucken kann. Zum Beispiel, wenn die Marktsituation noch schlechter wird, einen Worst Case darstellen, wie ist dann unsere Cash-Situation eben zum Beispiel in 6 Monaten. Das sind so Sachen, die wir gerne in Agicap darstellen und unseren Kunden eben gerne anbieten. Mhm. Vielen Dank, Helen, für die Einblicke. Kurze Rückfrage vielleicht an Stefan und Thomas. Wie viele eurer Startups können dann eigentlich sagen, wie lange ihr Geld noch reicht? Oh, gute Frage. Also ich habe natürlich nicht den Überblick über alle, aber ich hätte jetzt mal schon eingeschätzt, dass die Startups, in die wir bereits investiert sind, schon ein gutes Gefühl dafür haben, wie lange denn noch ihr Geld reicht. Ich meine, was vielleicht ganz interessant ist, sind gewisse Szenarienanalysen. Wenn das kommt, was passiert dann? Das finde ich zum Beispiel schon, das finde ich sehr interessant. Aber eigentlich sollten die schon wissen, wie lange ihr Geld reicht jetzt. Ja. Ich habe neulich ein YouTube-Video von, ich glaube, der Finanzchefin vom Y Combinator gesehen und die hat sich frappiert darüber gezeigt, wie wenig die Gründer, die tatsächlich auf Kapitalsuche sind, auf so eine Fragen antworten können und halt auch eher den Kopf in den Sand stecken, wenn es mal schief läuft und im Prinzip nicht genau im Blick haben, was passiert eigentlich, weil ich hatte ja vielleicht auch noch vor, in 2, 3 Monaten X zu investieren. Was bedeutet jetzt eigentlich das für meine Liquidität, wenn ich gerade im Umsatz 30% unter Plan bin? Ne? Also Stefan, hast du da noch Erfahrungen zu teilen? Oh, Moment, ich glaube, du musst dich anschalten. Ja, jetzt geht's. Sorry, jetzt hört man mich? Ja. Mhm. Genau, also tatsächlich merkt man manchmal, gerade in der frühen Phase, wenn die Teams noch nicht so groß sind und es noch kein Finanzchef oder so gibt, dass mehr oder weniger das CEO noch so nebenher mitmacht, dass das manchmal ein bisschen aus den Augen verloren wird, wie ist eigentlich meine Cash-Situation, insbesondere auch die Vorausschau, also das bedeutet das für mich, wie viele Monate habe ich noch. Wir versuchen da so ein bisschen dagegen zu steuern, indem wir bei unseren Firmen ziemlich knallhart durchsetzen, dass wir ein monatliches Reporting bekommen, also zumindest mal eine BWA und eine Summen- und Seitenliste. Wir haben auch so ein Reporting-Tool, was wir für uns nutzen, wo wir die Sachen einlesen, um dann für uns zumindest zu sehen, ja, wie ist denn der Runway noch? Das spielen wir dann auch an die Firmen zurück. Aber natürlich ist es immer nur so gut wie die Zahlen, die man bekommt. Wenn ich die Zahlen nicht bekomme, weil es irgendwie gerade drüber und drunter geht, dann kommt es auch mal vor, dass man plötzlich überrascht wird von einer doch auslaufenden Liquidität in kürzerer Zeit, als man gedacht hat. Also das ist schon, manchmal ist man überrascht, wie schnell plötzlich das Geld alle ist. Also das ist schon ein reales Problem, was man gerade in der frühen Phase hat. Später sollte das nicht mehr passieren, da möchte man dann eigentlich Finanzleute haben, die dann auch mit solchen Tools arbeiten und dann immer eine genaue Auskunft geben können, wie lange es dauert. Also Agicap hilft nicht dabei, Geld einzunehmen, aber hilft euch auf jeden Fall im Blick zu behalten, wo das Geld hingeht und wie lange das Geld noch reicht. Und Helen, ich glaube, man kann euch kostenfrei testen, auch einfach mal einen Termin machen, das Tool vorstellen lassen und von daher an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, Agicap einfach mal auszuprobieren und zu schauen, wie gut ihr eure Finanzen im Griff habt. Helen, vielen Dank an dich für die Vorstellung. Thomas, vielen Dank für eure interessanten Insights, die Ansichten, die Einsichten. Wir haben zwar noch viele Fragen extra bekommen, die Zuhörer, Zuhörerinnen finden euch ja auch auf LinkedIn, von daher steht ihr für Rückfragen da gerne zur Verfügung sicherlich. Gerne auch weiterhin Fragen an uns schicken, an die Redaktion @top50startups.de. Wir versuchen das auch zu beantworten. Wir freuen uns auch über ein Feedback zu dem Webinar. Was können wir noch besser machen? Auch Themenwünsche gerne, weil das ist heute das erste Webinar gewesen. Wir werden noch ein paar Folgewebinare im Jahresverlauf haben. Von daher gerne Themenwünsche an uns schicken. Wir haben aber schon das nächste Webinar in der Planung und auch schon terminiert. Darauf möchte ich jetzt zum Abschluss noch hinweisen. Das ist nämlich am 6. Juli, unter anderem mit der VC-Gesellschaft von Frank Thelen. Einigen bekannt sicherlich aus der Höhle der Löwen. Wir haben da das Thema Skalierung, also Scale but don't fail. Also wie wächst man wirklich schnell von 20 Mitarbeiter auf 100 Mitarbeiter beispielsweise. Wir schicken an alle, die natürlich heute hier waren, eine Erinnerung und eine Einladung an das Webinar raus. Und natürlich findet ihr auch alle Infos dazu auf der
Webseite von top50startups.de. So. Vielen Dank nochmal an alle. Vielen Dank auch fürs Vorbeischauen bei dem Webinar und einen schönen restlichen Donnerstag. Viel Erfolg und natürlich auch gutes Gelingen bei der Kapitalakquise. Bis dahin, danke und bis bald.